Hallo, schön, dass du das Video anschaust. Heute werfen wir einen ersten Blick auf die Oberfläche. Als erstes starten wir natürlich das Smartphone. Wenn die grüne LED leuchtet, bedeutet das, der Bootloader startet. Also alles so, wie es sein soll. Die Startzeit beträgt so rund 20, 25 Sekunden, je nachdem, welche Dienste man hat. Zum Entsperren nach oben ziehen und das Standardpasswort ist 123456. Das solltet ihr natürlich ändern. Oben ist die Top-Navigation. Die kann man durch einfaches Antippen auf- und wieder zumachen. Nicht mit einer Wischgeste, also wie man das zum Beispiel von Android kennt. Unten ist sogar der App-Starter. Das dürften einige, die Gnome nutzen, sicherlich kennen. Dort sind alle Apps hinterlegt. Man kann dort unten halt nichts weiteres machen, außer halt diese Apps. Man kann hoch runter scrollen, es gibt aber kein rechts, links. Das ist total simpel gehalten. Oben im Top-Menü ist in der ersten Reihe LTE, Wi-Fi, Bluetooth und die Akku. Und in der zweiten Reihe die Orientierung, Sound, Lampe und das Dock. Fangen wir erstmal an mit der Taschenlampe. Ganz wichtig. Leuchtet warmweiß. Als nächstes Sound, generell, wenn man nicht gestört werden möchte. Die Orientierung, einmal im Querformat und im Hochformat. So, generell. Wie man sieht, haben wir ja die allen Apps. Wenn man eine App startet, dann wird die sofort im Vollbild gestartet. Wenn man unten auf den Pfeil tippt, dann wird die App klein und man kann sie schließen, indem man nach oben swiped. Man kann mehrere Apps gleichzeitig starten. Es ist wirklich richtiges Multitasking. Also wenn ein Video läuft oder Musik läuft, es läuft immer weiter. Genauso wie auf dem Desktop auch. Nicht wie bei Android oder so, wo das dann aufhört zu spielen. Man kann sich durch Wischen rechts und links halt eine App aussuchen und natürlich nach oben hin wieder alles schließen, wie man möchte. Ein Favorit kann man oben setzen, indem man halt einen entfernt, länger gedrückt hält und auf den Menüpunkt hinzufügen hinzufügt. Oben sind die laufenden Apps. Unten hat man dann halt die installierten Apps, die kann man dann aussuchen und nach oben hinweg dann schließen. Mehr gibt es halt auch nicht in dem UI. Das war's. Oben im Top-Menü habe ich euch eben vorgestellt, die ganzen Icons verweisen letztendlich auf nichts anderes als auch in den Einstellungen vorhandenen Optionen. Das sind im Prinzip nur Shortcuts. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr als erstes Datum und Uhrzeit prüft. Das muss übereinstimmen, weil ihr ansonsten keine Wi-Fi-Verbindung aufbauen könnt. So, bei mir ist jetzt alles in Ordnung. Man kann es auch automatisch setzen, wenn man zum Beispiel LTE aktiviert hat. So, man kann auch noch nach Optionen suchen. Und weg. So, Verbindungsaufbau aufbauen. Denkt dran, links den Kill-Switch aktivieren. Dann sieht man hier oben, dass die Verbindung aufgebaut wurde. Kann man direkt einen Shortcut nutzen. Und wie man sieht, hier ist auch schon mal ein Netz. Verbindung ist recht schnell hergestellt, funktioniert. Bluetooth ist mit Wi-Fi aktiviert. Ich mag kein Bluetooth, ich deaktiviere das direkt wieder. So, jetzt habe ich nur WLAN. So, jetzt ein kleiner Überblick über die Einstellungen. Wie man sieht, Bluetooth Notification, da fehlt was. Ich aktiviere mal kurz meinen WLAN. Zack, dann ist Wi-Fi und Bluetooth auch oben drin. Klar, Bluetooth haben wir eben schon gesehen, kann man dort einen ausschalten und welche hinzufügen. Ansonsten gibt es noch Notifizierung. Dort kann man im Prinzip sagen, welche Apps dürfen Notification werfen, welche Art von Notifications.
falls man nicht gestört werden möchte. Dann, worin soll gesucht werden in global? Das reicht mir. Dann natürlich regionale Einstellungen wie Sprache, Tastaturen, welche Formate man bei sich einsetzt. Kann man die einstellen. Online-Accounts, die man die also hat. Und nach ganz unten könnt ihr dann eure IMAP und SMTP-Einstellungen hinterlegen. Ups. Dann Sicherheitseinstellungen, also Privacy-Einstellungen, Kamera, Mikrofone. Dann gibt es noch den Bereich Freigaben. In dem Fall noch, ist noch nichts freigegeben, könnte man aber hier aktivieren oder deaktivieren. Die Soundeinstellung, ich glaube, das kennt soweit jeder, der Genome schon mal genutzt hat. Eingabe- und Ausgabegeräte und halt noch Alert-Sounds. Dann gibt es hier noch Einstellungen für die Batterien, irgendwelche Verbrauche. Ich setze zum Beispiel Blank Screen mal auf 5 Minuten. Unter Displays findet man angeschlossene Monitore. Das ist hauptsächlich interessant für das Dock. Und hier haben wir Details. Meine Standard-Applikation ist noch nichts eingerichtet. Der User. Zeit und Datum, das sollten wir ja schon kennen. Und nochmal ein kompletter Überblick über das System und welchen Patch-Level es hat. Eine Sache wollte ich jetzt im Video noch anhängen, und zwar habe ich vergessen, wie man das LTE-Modem mit einbindet. Da gibt es so ein, zwei Kniffe, das ist bei jedem vielleicht anders, das kommt auch ein bisschen aufs Modem an. Also bei mir war es so, als ich es erstmal aktiviert habe, dumm. Jetzt muss ich natürlich meine PIN-Nummer eingeben. Die ist natürlich super heftig geheim. So. Jetzt ist das Netz vorhanden. Jetzt sieht man rechts oben, dass keine Datenverbindung vorhanden ist. Das kann man ändern, indem man in Einstellungen geht. Mobile. Und dann auf Access Point Names geht und sucht sich bei Vodafone, in dem Fall ist das web.vodafone.de, und aktiviert Mobile Data. Und dann läuft's.